Also Freunde, hier der Peter von Mabo und Tour. Und kurz nach Feierabend. Ich zeige euch jetzt den ersten Tabat der Firma Reisemobile Hessen GmbH aus Gießen, den wir reinbekommen haben. Das ist ein Rossini 540e Finest Edition. Und den werde ich euch ja jetzt einmal ausführlich zeigen. Wir fangen hier vorne mal mit den Klappen an. Schauen mal, was hier drin ist. Hier ist dann ganz normal der Stauraum. Einmal für unterm Bett. E heißt ja Einzelbettenfahrzeug. Hier vorne haben wir ja das obligatorische Kassettenfach. Ich mach das mal auf. Und hier ist es auch wieder, dass ich dann einen separaten Tank habe. Kommt dann hier rein. Ganz normal die Kassette. Ich lasse das mal offen. Das Fahrzeug steht auf Alufelgen. 17 Zoll. Das Interessante war, wo ich das Fahrzeug das erste Mal gesehen habe, wie ist ja für uns auch der erste Tabat. Der hat hier so eine schöne, wunderschöne Lichtleiste. Also das finde ich echt klasse. Und die ist auch noch dimmbar. Wunderschön. Dann haben wir hier noch eine TV-Außensteckdose. Ja, mit 230 Volt und den SAT-Anschluss. Immer mal einmal weiter. Dann ist hier noch diese Boosterbeklebung. Haben wir hier. Das Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2 Tonnen. Sprich, es ist aufgelastet. Ein Heckfenster. Die Sitzgruppe befindet sich im Heck. Und was ganz pfiffig ist, wo ich den mir auf den Stützen gestellt habe, ist, hier ist so eine Führung für die Kurbel. Also das ist echt wirklich pfiffig. Habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich persönlich ganz klasse. Und dann haben wir hier ja unsere Frischwassernachspeisung. Was ist das? Nachspeisung, der Einfüllstutzen für Frischwasser. Der Wohnwagen hat einen 45 Liter Frischwassertank. Hier sieht man die Lüftungsgitter von dem Dometic-Kühlschrank. Es ist ein großer Kühlschrank verbaut. Unsere Stromeinspeisung. Fenster links und rechts an den Einzelbetten. Dann haben wir unsere Anti-Schlingerkupplung. Das Stützrad mit der integrierten Stützlastanzeige, dann das Gasfach für 2x11 Kilo, geht schön nach oben. Ich habe jetzt hier auch eine Probeflasche dran und was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, ist, man hat hier hinter so eine Dreifachverriegelung. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, finde ich wunderbar, echt top. Ja, gehen wir mal in das Fahrzeug rein. Dann kommen wir zur Aufbautür. Zweiteilig. Sprich, ich kann das untere nochmal wegmachen. So haben wir dann unsere zweiteilige Aufbautür. Hier sieht man so schön. Macht sie mal wieder zu. In der Tür der Mülleimer. Fenster darf natürlich nicht fehlen mit Verdunklung. Und auch wieder so eine Stufenbeleuchtung. Finde ich auch total klasse. Hier sieht man das Tabat. Hier ist jetzt nur noch im Moment die Folie drauf als Schutz, damit das nicht zerkratzt. Und hier habe ich dann auch direkt die Lichtschalter. Und das ist diese Dimmung von für außen. Ich hoffe, man sieht das. Ja, genau. An, aus. Hier ist die Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder integriert. Ja, gehen wir mal in das Fahrzeug rein. Ich nehme euch mal mit. Dann haben wir hier unsere Küche direkt
vor Kopf. Was heißt vor Kopf? Wenn ich reinkomme, laufe ich direkt auf die Küche zu mit zwei schönen großen Schränken. Jeweils nochmal ein Regal. Wirklich schön gemacht. Hier haben wir dann unsere Bedienungsanleitungen drin. Dann Waschbecken. Der 3-Flammen-Herd darf natürlich nicht fehlen. Unsere Schubladen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt ist hier so ein bisschen der Tisch im Weg. Muss ich mal einmal ganz kurz den Tisch an der Seite packen. So, schöne große Schubladen. Hier ist dieses Mini-Wasserfilter-Mini-System drin. Softclose habe ich hier. Und noch eine Klappe. Genau. Zu der Küche darf der Kühlschrank natürlich nicht fehlen. Wir haben von außen gesehen, es ist ein großer Kühlschrank. Hier sieht man das. Läuft gerade auf dem Automatikbetrieb. Mit einem integrierten Eisfach. Schön groß, hochgesetzt. Unten drunter und unter dem Kühlschrank nochmal eine Klappe. Eisfach und hier auch noch mal einfach oben drüber. Ich mache das mal wieder zu. Dann habe ich vergessen, in der Küche, wir haben hier noch so einen Apothekerschrank. Genau. Na. Genau, zu. Ja, dann haben wir hier unsere Sitzgruppe. Mit den Oberschränken. Ich habe das Fahrzeug ja schon mal einmal vorgestellt, so als Kurzvorstellung. Jetzt mache ich die Schränke auch mal einmal kurz auf. Wunderschön, auch wieder schön tief die Schränke. Und wichtig, die sind hinterlüftet. Unten drunter, ja, die obligatorischen Grabbelfächer, sage ich ja immer. Die Sitzgruppe kann ich, das heißt die Sitzgruppe, den Tisch kann ich absenken. Dann kann ich nochmal einen dritten und einen vierten Schlafplatz generieren. Dann habe ich hier so eine ultra dicke Matratze. Und das ist diese Zusatzmatratze, was hinten im, ich wollte schon gerade sagen, Heck, im Bug zwischen den zwei Betten kommt. Das zeige ich euch gleich, damit ich eine große Liegewiese machen kann. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Hier habe ich meinen TV-Halter. Ist klappbar. Genau. Nochmal so ein, ja, wie so ein kleines Sideboard. Haben wir hier nochmal einen schönen Schrank. Genau. Ich hoffe, man sieht das. Dann kommen wir direkt mal weiter zum Kleiderschrank hier vorne. Macht den mal auf. Gut, ist jetzt, die Batterien sind raus. Hier sieht man jetzt den schönen großen, wirklich großzügigen, breiten Kleiderschrank. Hier unten drunter sitzen ja, die 230 Volt Versorgung und die 12 Volt Versorgung. Trumatherme mache ich jetzt nicht an, weil kein Wasser drin ist. Ja, und unsere Heizung, die haben wir hier natürlich mit Umluftsystem. Jetzt gehen wir mal in das Bug, wo die wirklich großzügigen Oberschränke und Schlafplätze, guckt euch das mal an, die großen Schränke. Also ich finde die bombastisch groß. Das ist einfach echt Wahnsinn. Machen wir nochmal auf. Guckt euch das mal an. Da komme ich bald bis zum Ellbogen hinten rein. Echt toll. Gucken wir nochmal kurz hier im Heck. Echt toll, wirklich toll, riesengroß, sehr viel Stauraum. Ja, dann habe ich hier meine zwei Einzelbetten mit jeweils so einem Kopfkissen und hier sind noch so Tagesdecken. Links und rechts haben wir jeweils ein Fenster. Die Betten kann ich natürlich anheben. Ups. Und dann sehe ich hier, ja, den Stauraum, der von außen zugänglich ist. Mach den mal wieder zu.
machen wir uns mal die andere Seite auf. Genau, kann ich mich schön draufsetzen. Hier sieht man das mal, wie viel Platz dieses Fahrzeug hat. Und hier hinten sehen wir dann auch die Truma-Therme. Hier sehen wir diese Ablasshähne. Aber jetzt baue ich uns noch mal schnell das Bett zu. Das Schöne ist ja wirklich, jetzt muss ich mal was testen. Jetzt will ich das mal einmal testen. Geht das? So, jetzt baue ich mal das Bett. Ich habe euch jetzt einfach mal da vorne hingestellt. Hier ist das Rollrost, das zeige ich euch gleich nochmal. Ich hoffe, man sieht das. Dann habe ich meinen Keil hier, so keilförmig. Kommt das dann da rein? Ist natürlich jetzt noch alles in Folie eingepackt. Und schon habe ich eine riesige Liegelandschaft. Jetzt krabbel ich mal kurz auf das Bett, damit ihr das auch mal von da aus seht. Echt top. So, und jetzt noch mal einmal von hier. Die ganz große Liegelandschaft. Wunderschön. Und was für mich immer, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ich habe wirklich im Heck, ach, was heißt im Heck? Im Bug natürlich, hier vorne sieht man das, am Kopfende wirklich viele Ablagemöglichkeiten für die Brille, fürs Handy, Bücher oder sonstige Sachen. Ja, was fehlt uns noch? Was haben wir hier oben noch? Ganz normal unsere Dachluke, der Rauchmelder. Ich kann das hier natürlich auch abtrennen. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, das ist dieses System. Kommt dann hier gegen. Dann habe ich das abgetrennt. Hier sieht man das. Kann der Partner schon morgens Frühstück bereiten. Machen das mal wieder zu. Genau. Ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Nasszelle zu diesem tollen Fahrzeug. Das haben wir hier jetzt. Jetzt sieht man mich. Einen schönen großen Spiegel über Eck. Tolles Waschbecken. Unterm Waschbecken nochmal ein Schrank. Hier sieht man die Duschwanne, wo ich dann stehe. Und die schöne große Tedford-Toilette mit dem eigenen integrierten Wassertank. Und nochmal hier vorne so ein Alibert-Schrank. Mache ich mal auf. Genau. Eine Dachluke haben wir auch verbaut hier. Ja. Ja, das war jetzt schon der, das wollte ich schon Knaus sagen, Tabbert Rossini 540e, Finest Edition ist das. Wir gucken uns noch mal ganz kurz die technischen Daten an. So, da habe ich das. Gucken wir uns mal an. Fahrzeuglänge 7,90 Meter, Breite 2,32 Meter, Höhe 2,62 Meter. Hier stehen jetzt 1551 Kilo, aber wenn ich mal rüber blende, auf 2 Tonnen aufgelastet. 45 Liter Frischwassertank, 4 Personen, also 4 Schlafplätze. Und das ganze Fahrzeug steht hier für 31.039 Euro. Die gesamte Ausstattung, die hänge ich euch hinten ans Video dran. Oder ihr könnt die mehr Informationen unter www.reisemobilehessen.de bekommen. Einfach eingeben in der Wohnwagensuche, Tabbert suchen und dann taucht er dann auch auf. Bei Interesse einfach anrufen und dann können wir einen Termin vereinbaren zur Besichtigung. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Euer Peter.